Hallo Kinder und willkommen zu einer neuen Folge WoW. Ich mache jetzt hier mal gerade noch so ein paar altgebundenen Weltquests. Erzähle ich in der nächsten Folge übrigens dann auch nochmal was dazu. Wie ich das so empfinde mit den altgebundenen. Mit dem Rufgrind. Heute soll es allerdings um Warbringer Ashara gehen. Um das Video, das zuletzt als drittes von einer Reihe von Videos, die sehr, sehr genial waren, meiner Meinung nach, gekommen ist. Darauf haben wir alle gewartet, ist jetzt auch schon ein paar Tage draußen. Wir wissen jetzt, was aus Ashara wurde, als sie in den Fluten versank, zusammen mit ihrem Volk der Hochgeborenen, während The Great Sundering, also als der Brunnen der Ewigkeit kollabiert ist und den Mahlstrom erzeugt hat, also das, was wir jetzt hier in der Mitte haben. Da dort war mal der Brunnen der Ewigkeit. Dort war die Hauptstadt von Ashara Sin Ashari. Und dort waren auch die Hochgeborenen ansässig. Und als Ashara damals sich mit den Dämonen eingelassen hat, die Dämonen in die Stadt gelassen hat und gesagt hat, ihr dürft jetzt euren Meister Sargeras beschwören, denn Sargeras wird die Hochgeborenen mit neuer Macht erfüllen und dazu bringen, über die ganze Welt zu herrschen. Denn die Hochgeborenen waren damals natürlich auch im Krieg mit den Trollen und haben sich immer mussten sich behaupten auf Azeroth. Und da war es natürlich für Ashara ein gefundenes Fressen, gesagt zu bekommen, dass sie mehr Macht erhalten wird. Auf jeden Fall, dass diese Übernutzung von Magie und diese Überbeanspruchung der Energien des Brunnens haben dann zu seiner Explosion geführt. Welcher dann eben die Welt in zwei gerissen hat, in die zwei Kontinente. Wow, gibt es hier viel Zeug zu sammeln, Wahnsinn. Was wiederum die Welt so geformt hat, wie sie heute ist. Und was letzten Endes auch dazu geführt hat, dass die Hochgeborenen komplett verbannt wurden von den Nachtelfen, die Nachtelfen zu Baumkuschlern wurden und ab diesem Zeitpunkt umso weniger Lust auf jegliche Magie hatten. Außer halt Naturmagie. So. Genau. Jedenfalls, als Ashara durch diese riesige Flutwelle, die entstanden ist, durch die Explosion des Sonnenbrunnens, will ich immer sagen. Nein, falscher Brunnen. Durch den Brunnen der Ewigkeit versank sie mit ihrem Volk in den Fluten und niemand hat sie seitdem wieder gesehen. Das alles passierte vor 10.000 Jahren und die WoW-Community ist seit 10.000 Jahren quasi, oh Gott, ich habe den Warmode aus. Ja, ich habe ihn aus. Sehr schön. Im Dunkeln gelassen darüber, was mit Ashara passiert ist. Man hat halt schon vermutet, dass sie noch lebt. Und man weiß auf jeden Fall aus der Lore, dass ihr Volk zu den Naga wurde. Also das, was wir jetzt als Naga kennen, diese hässlichen Viecher, das waren früher mal Nachtelfen-Hochgeborene. Und im Prinzip haben wir alle darauf gewartet, dass Ashara jetzt mal wieder auf den Plan tritt. Und um jetzt den Kreis wieder zu schließen, ich musste kurz ein bisschen ausholen, es tut mir leid, um den Kreis wieder zu schließen, wissen wir jetzt seit Ashara Warbringer, was aus ihr geworden ist. Sie hat sich nämlich, Achtung Spoiler, Spoilerwarnung, falls ihr das Video selbst noch sehen wollt, tut das jetzt, schaltet jetzt hier ab. Sie hat sich mit dem alten Gott En'Zoth eingelassen, beziehungsweise hat
sie ihm, was ich ganz interessant finde, das passt auch sehr gut zu ihr, sie ihm einen Pakt angeboten. Er hat gesagt, sie soll ihm dienen, als Sklavin sozusagen. Und sie hat gesagt, nö, ich will weiterhin Königin bleiben, sonst verharrst du nämlich weiter hier unten und ich werde dir nicht zunutze sein. Und ja, im Prinzip hat sie ihm dann dieses Ultimatum gestellt und er hat sich gut schäumend darauf eingelassen, hat sie dann verwandelt zu einem interessanten Tentakelwesen. Viel ist in dem Video tatsächlich nicht passiert, nicht gezeigt worden, aber es ist extrem atmosphärisch gewesen. Und das ist auch das, worüber ich mit euch hier reden möchte kurz, nämlich dieser Trend von Blizzard, dass sie wieder sehr viel mehr auf Atmosphäre setzen. Das, was ich damals in Mists of Pandaria so geliebt habe, dieses atmosphärische. Ne, also das, man muss ja nun nicht immer alles mit möglichst viel Bum-Bum und Heldentum erzählen. Man kann ja auch einfach mal ein Liedchen trällern, so wie wir es in Warbringer Jaina gesehen haben. Wo es dieses wunderbare, wo sie dieses wunderbare Lied anstimmt, was tatsächlich ursprünglich ein Wiegenlied für die junge Jaina war und dann umgedichtet wurde vom Volk der Kultiras aus Kultiras nach ihrem in Anführungsstrichen Verrat gegenüber ihrem Heimatvolk. Interessant an der Stelle meiner Meinung nach. Auf jeden Fall wunderbares Lied. Ich hab's auch immer noch im Kopf und summe es ab und zu, weil es einfach ein unglaublicher Ohrwurm ist. Also Jaina ist da deswegen halt meiner Meinung nach wirklich der bestgelungenste Teil dieser Reihe. Viele bemängeln ja auch, dass Blizzard die Story, die in diesen kleinen Filmen und Kurzgeschichten geschriebenen und Audiobooks erzählt wird, nicht im Spiel erzählen. Ich kann das aber verstehen, dass sie das nicht tun. Sie möchten halt, sie gehen halt da im Prinzip einen Kompromiss ein. Sie möchten gerne die Geschichte erzählen, sie möchten aber die Leute nicht nerven, die das nicht interessiert, die halt lieber nur spielen wollen. Und ich finde, das ist eigentlich ein schöner Kompromiss, weil alle, die sich für die Story interessieren, die, ja, die beobachten halt die Distributionskanäle, also die warten dann halt auf YouTube, bis neue Videos kommen. Oder auch im Launcher wird es ja auch immer angezeigt, wenn es irgendwas Neues gibt. Und die Leute, die es dann eben nicht interessiert, die müssen sich damit auch im Spiel dann nicht befassen, weil es passt auch einfach irgendwie nicht zum Genre eines MMOs, wenn man im Prinzip den ganzen Tag nur irgendwelche Geschichten erzählt bekommt und daneben steht und zuguckt. Das kann auf Dauer nämlich ziemlich nervig werden, haben wir auch in Legion zwischendurch mal festgestellt. Nämlich dann, wenn man es zum zweiten, dritten und vierten Mal sich anhören muss. Insofern finde ich das gar nicht schlecht, wie sie das machen. Also ich genieße das auch so, wenn es eben nicht im Spiel ist. Natürlich sind dann die Leute, die sich nicht damit befassen, außerhalb des Spiels ein bisschen verwirrt. Und können dann umso weniger der Story folgen. Aber ganz ehrlich, mal eben irgendwo auf YouTube gehen oder mal eben ein bisschen die Social-Media-Kanäle von Blizzard verfolgen, von WoW verfolgen, ist jetzt auch irgendwie nicht zu viel verlangt, finde ich. Wenn man sich denn dann schon dafür interessiert. Ja, Warbringer Ashara war auf jeden Fall auch wieder ein sehr besonderes Video, wo es halt sehr viel um Atmosphäre und um Erwartungshaltung ging. Was passiert jetzt? Ne? Und wie es in Ashara aussah, also was sie in dem Moment gefühlt hat, wie sie empfunden hat, dass sie das halt mal beleuchten. Das haben sie ja sonst nie gemacht bei den Bösewichten, denn dass Ashara nun mal wahrscheinlich nicht demnächst anfängt, Waisenkinder zu retten. Das können wir uns alle denken. Aber dass sie
Ja, dass man trotzdem so einen kleinen Einblick in ihre Gefühlswelt und so bekommt durch das Video, finde ich ziemlich cool. Was auch zeigt, dass sie halt wirklich mehr Wert jetzt darauf legen, die fiesen Charaktere, die uns vielleicht auch dann als Feinde gegenüberstehen, etwas detaillierter zu zeigen und zu beschreiben. Das haben sie ja schon ein paar Mal gemacht mit Arthas und mit Illidan haben sie da, ist ihnen das sehr gelungen, damals zu Warcraft 3 Zeiten, da eine unglaublich große und komplexe, einen komplexen Werdegang dieser Personen darzustellen. Und ich hoffe, dass sie das dass sie das wieder tun werden, weil das hat mir in letzter Zeit tatsächlich auch ein bisschen gefehlt. Also man hat dann immer nur diese großen bösen Jungs gehabt, wo aber nicht mehr so viel zu erzählt worden ist. Gerade weil wir jetzt ja uns auch auf neuem Terrain auf neues Terrain begeben. Das sind ja alles komplett neue Charaktere, die waren noch gar nicht, also gut, Ashara jetzt nicht. Aber die war 10.000 Jahre weg. Ich finde, das gilt als neu, wenn sie jetzt wieder reinkommt und wieder agiert. Also wir haben jetzt natürlich eine komplett neue Lore, die durch die Kriegsanstrengungen, die jetzt ja, die halt nicht mehr auf dem aufbaut, was wir schon kennen. Also die nicht mehr auf Warcraft 3 in dem Sinne aufbaut. Ich meine, Ashara war ja nun auch ein Charakter aus dem Krieg der Ahnen. Ashara haben wir in Warcraft 3 zwar kennengelernt, aber sie war nie wirklich ein Akteur. Weil sie nun mal seit damals verschollen ist und danach nie wieder aufgetaucht ist. Der Schrecken getötet. Wo sind die denn? Das feiere ich ja auch hier, diese ganzen Dörfer auf Kul Tiras, diese genialen, mega cool beleuchteten Städtchen, die haben wir ja auf Horde-Seite nicht so. Da haben wir allgemein, bis auf Dazar'alor, relativ wenig Zivilisation. In der Wüste war ja nun auch nicht so viel los. Da, da, da. Was ich sagen will, wir haben jetzt auf jeden Fall das Potenzial, komplett neue Geschichten zu erzählen. Sieht cool aus, die Axt. Komplett neue Geschichten ist aber auch keine neue. Kein neuer Skin, den gab es zu WoD schon mal. Auf jeden Fall neue Geschichten zu erzählen, neue Charaktere zu etablieren und ich hoffe, dass Blizzard davon Gebrauch machen wird. Ich sehe gerade keine verseuchten Schrecken. Da ist einer. Genau, das wollte ich eigentlich nur gerade noch mal thematisieren. Erzählt mir doch mal, ob ihr Lore-Fans seid, ob ihr die Lore mögt und euch wirklich auch immer für Updates interessiert, wie es weitergeht, oder ob ihr eher euch aufs Gameplay konzentriert und sagt, ja, wenn ich was von der Lore im Spiel mitbekomme, schön, aber es interessiert mich jetzt nicht so sehr und ich bin auch nicht so drin im Thema. Das würde mich mal interessieren. Weil dann kann ich natürlich auch irgendwo so mein Let's Play mehr darauf ausrichten, was euch interessiert, ne? Also, ich meine, ich habe ja nun in meiner ersten Staffel mit Madenauge sehr viel positives Feedback zu meinen Lore-Geschichten bekommen. Also, das haben eigentlich alle gesagt, finde ich super, dass du auf die Lore eingehst. Ist auch immer noch eins meiner meistgeschauten Videos auf dem Kanal, die erste Folge von der ersten WoW-Staffel, was mich nach wie vor sehr freut. Habe ich sehr positives Feedback bekommen, nur irgendwann ging mir so ein bisschen die Themen aus, weil ich
Ja, halt beim Questen stößt man dann eben auch nicht immer auf passende neue Themen. Und da ich ja jetzt ein bisschen häufiger auch nachkommentiere oder wir jetzt auch wieder in so einer Phase sind, wo wir viel grinden müssen und Sachen machen, die jetzt nicht so viel Konzentration erfordern, würde es halt passen, dann auch mal wieder mehr auf die Lore einzugehen. Gerade weil ich mich auch wieder mehr damit beschäftige im Moment. Deswegen frage ich da immer gerne so ein bisschen nach, wie es bei euch da aussieht. So, jetzt haben wir zwei Weltquests schon mal gemacht und haben genau 150 Ruf dafür bekommen, was echt wenig ist. Habe ich hier oben den Flugpunkt schon? Die Kapelle? Sollten wir uns den mal angucken, ob wir den bekommen, den Flugpunkt. Was ist hier? Hui. Wir schauen mal, wo der sein soll. Macht übrigens mega Spaß, mit dem Goblin-Gleiter rumzufliegen. Kann ich euch nur empfehlen. So. Ah, den hatten wir tatsächlich schon, ne? Na gut. Stimmt, hier ist auch das Kronsteig-Anwesen. Oder? Nee, das ist hier oben. Was ist denn? Da hinten sieht man es. Aber hier haben wir noch eine Kiste. Benötigt Kaufmannsschlüssel. Wo bekommt man den eigentlich her? Das wollte ich immer schon mal nachgucken. Drust war Kaufmannsschlüssel. Schatztruhe des Kaufmanns. Tötet die schnabulierenden Raben. Und er wird eine Schüssel bei sich tragen. Okay. Da ist er. Und wir haben noch einen Kaufmannsschlüssel bekommen. Schätze von Drustwar. Was haben wir da eigentlich schon? Schon ein bisschen was? Oder? 4 Stück haben wir bisher. Das sind natürlich alles Erfolge, die möchte ich unbedingt machen. Möchte so viele Erfolge mitnehmen wie möglich. Frag mich ja auch, gibt es eigentlich wieder Erfolge für Mobs töten, für diese Rare Mobs töten? Gehört das nicht auch zur Erkundung? Sonderbegegnung, jawohl. Oh, da haben wir aber schon echt viele, weil wir halt immer alles mitgenommen haben. Wir sind auch schon wieder 2. Ruinierte Hochzeitstorte. Auch mega coole Ideen dabei, ne? Also richtig, richtig cool. Viele von den Rare Mobs können wir selber töten, alleine töten. Für manche brauchen wir eine Gruppe. Der Zuckerbäcker. Jawohl. Einmal die Flügelchen anschmeißen. Und Ring des müßigen Bäckers erhalten. Und dann haben wir hier unten noch einen. Ja, kommen wir hier auch irgendwie runter, ohne dass wir direkt auf den Boden aufklatschen. Ich denke, ich jetzt ungern meine Bubble dafür verschwenden. Oh, scheiße, ich habe anscheinend doch Warmode an. Lol. Ich habe einen Bleifaust. Ich möchte Captain Bleifaust gerne töten, ohne dass Alice mich dabei töten. Oh.
Okay, wir laufen. Möchte den gern noch looten, darf ich? Danke. Ah, lol und tot. Aber, ich habe mein Ziel noch erreicht. Sehr schön. Mal gucken, wie viele haben wir denn da jetzt? Abenteurer von Abenteurer. Wir haben erkundet, Drust war noch gar nicht. Wo ist denn die Westwacht? Wow, es gibt aber auch viele Rare Mobs. Wo ist denn die Westwacht? Keine Ahnung. Wahrscheinlich im Westen. Irgendwas sagt mir, dass das im Westen ist. Na gut, mal gerade gucken. Drust war Westwacht. Western Watch. In einem Video angucken, wo das Ganze ist. Wo befindet der werte Herr sich gerade? Da oben auf diesem kleinen Ömmes da. Da oben ist das. Gut, dann sind wir ja schon ganz in der Nähe eigentlich. Dann können wir das ja gerade mal machen hier. Im Video. Was auch mega genial ist, ist, dass einen, wenn man in auf den Horde-Kontinent stirbt, dann dann flamet ein One Sumdi. Was sehr lustig ist irgendwie. Ich bin ja mal gespannt, wie One Sumdi, einer meiner absoluten neuen Lieblingscharaktere, wo wir schon beim Thema neue Charaktere etablieren sind, großartig. Er ist nicht neu tatsächlich, also den gab es schon mal, aber, also den gibt es schon, den gibt es auch schon länger, den habe ich auch, glaube ich, schon erzählt, oder? Dass der im Buch Vol'jin, Schatten der Horde, vorkommt. Aber, er ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Charakter. Ah, da sind die Alis wieder. Ich möchte eigentlich gerne am Leben bleiben, darf ich? Wäre super, wenn ich dürfte. So, bin hier irgendwie aufs Wasser raus. Genau, One Sumdi, bin ich gespannt, wie der sich noch entwickelt. Also ich glaube ja immer noch, dass der was zu tun hat damit, dass Sylvanas Kriegshäuptling wurde. Und er hat auf jeden Fall einen Boss, wie es in der einen Quest, wo man die Urne von Vol'jin zu ihm bringt, deutlich wird. Wie cool ist denn dieser Leuchtturm? Wie cool ist der denn bitte? Geil. Also mich hat auf jeden Fall lange kein Spiel mehr so zum Erkunden, mich mehr so zum Erkunden angeregt wie WoW, also wie WoW BFA. Also die Maps sind großartig gelungen. Nochmal so viel detaillierter als die von Legion. Leider kann man hier nicht in den Leuchtturm rein. Oh, Soldaten der Allianz. Ja, supi, ja, supi. So. Ja gut, da unten hätten wir noch eine Weltquest. Wir haben gerade die Pfeife benutzt. Und dann soll es heute auch schon wieder gewesen sein mit dem Video. Ich wollte nur mal noch mal kurz über Warbringer Ashara mit euch sprechen. Ich hoffe, es war interessant für euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.